Willkommen zurück zu Shadowbringers Final Fantasy 14. Wieder dabei Dufte Mieze und wir haben Alizée in der letzten Folge endlich wiedergefunden. Und bei dir geht's jetzt auch direkt weiter. Los geht's. Nebenbei immer noch im Chat der Chat-Spam. Nein, der Bomb in der letzten Folge. Egal. Liebe Grüße an Luna Silberflamme an dieser Stelle. Diese Patienten, die Teslin und die anderen pflegen, sie werden sich zu Sündenvertilgern verwandeln. Allerdings sind sie alle in unterschiedlichen Stadien der Verwandlung. Dieser Zustand versetzt alle in Angst, deswegen werden die Betroffenen von der Gesellschaft verstoßen. Man bringt sie dann hierher, an das sprichwörtliche Ende der Welt. Es ist ein entsetzliches Dasein, und doch, für mich bietet dieser Ort mir die Möglichkeit, mich nützlich zu machen und meinen Können zu verbessern. Von Teslin habe ich außerdem viel über die Sündenvertilger gelernt. Das werde ich dir natürlich alles erzählen. Und wir müssen uns darüber unterhalten, wie wir weiter gegen sie vorgehen wollen. Als allererstes müssen wir allerdings diese Patrouille hier zu Ende bringen. Übernimm das Gebiet nördlich von der Ruhestadt. Hier, ich markiere dir die Patrouillenpunkte auf der Karte. Wenn du unnatürlich weißen Gestalten über den Weg läufst, kannst du dir sicher sein, dass es sich dabei um Sündenvertilger handelt. Sie wollen an den Äther in deinen Körper, also musst du schnell handeln. Du musst töten, um nicht getötet zu werden. Wenn du deine Runde beendet hast, treffen wir uns am Nordeingang der Ruhestadt vor der langen Reise. Viel Erfolg und bis gleich. Ist klar. Da kommt gerade aus dem Gespräch, dann kommen von allen Seiten die Gegner angeflitzt und wollen einem an den Kragen. Gibt's nicht, weg hier, bleib mir vom Leib. Aus dem Weg, ich bin wichtig. Ab durch den Fels. So. Hier haben wir den ersten, das erste Örtchen. Oh, was ein Zufall, ein Sündenvertilger. Geläuterte Freiheit. Feigheit, Entschuldigung. Geläuterte Freiheit, Freiheit wäre natürlich auch was Wichtiges. Aber nein, ganz so fies ist dieses Spiel dann doch nicht. Wird mal Zeit, dass es hier zu Ende geht. Wupp. Wupp. Boah, wie mein Schildwurf einfach nichts macht, Gefühl. Aber egal, wir sind hier ein Stückchen weiter. Brumm. Fahr voran, mein Freund. So, Zielort. Hier scheint nichts zu sein. Umso besser. Weniger Kämpfe für uns. Mehr Spaß und mehr Zeit. Für die sagenhafte Story, die uns hier erwartet. Ah, da haben wir einen. Hallöchen. Und was bist du für einer? Du bist auch eine Feigheit. Okay. Scheint irgendwie viele zu sein. Oh geil. Konnte außerhalb der AOE stehen. Und trotzdem noch in Angriffsreichweite. Das mache ich gleich nochmal. Schön auf maximale Nahkampfreichweite. Toll. Ganz toll. Weg. Weg. Weg, du kleiner Köter. Lass mich in Ruhe. Ich weiß, dass du keine Katzen magst. Ich mag dich, aber du bist niedlich. Eigentlich, glaube ich. Oder? Bist du niedlich? Seid ihr niedlich? Ihr habt eine komische Nase. Ihr seid eher awkward. Mal hier meine Leiste fixieren. Nicht, dass ich hier irgendwelche Sachen rausziehe. Naja, dafür bin ich zum Glück
jetzt gleich da, wo ich sein möchte. Und zwar am Platz der letzten Ruhe. Reise. Langreise. Viel zu langer Name dafür. Das war schnell. Wie sah es bei dir aus? Ja, 2 Stück. Waren jetzt nicht so atemberaubend. Ich dachte mir schon, dass du auf streunende Sündenvertilger stoßen würdest. Ist doch auch nicht weiter verwunderlich. Das ist hier nichts Ungewöhnliches. Du hast eben gegen diese Unwesen gekämpft. Also ist es dir sicher schon aufgefallen. Die niedere Sündenvertilger sind kaum stärker als normale Tiere. Allerdings bilden Niederrangige oft Schwärme um Höherrangige. Dann können sie echt gefährlich werden. Wenn ein Großer auf die Jagd geht, hat er oft ein ganzes Bataillon kleiner Sündenvertilger um sich herum. Man wagt sich gar nicht, sich zu fragen, wie viele Leute schon solchen Rudeln zum Opfer gefallen sind. Bei meinen Patrouillen versuche ich, so viele Sündenvertilger zu erlegen, wie ich es nur kann, damit sie gar nicht erst solche Schwärme bilden können. Und du warst dabei eine große Hilfe. Komm, wir erstatten Teslin Bericht von unserer Jagd. Es ist alles aber nicht rosig in dieser Welt. Aber das habt ihr sicherlich auch schon längst gemerkt. Ich hab schon gehört, dass du Alizé mit der Patrouille geholfen hast. Dabei habe ich dich doch vorhin erst in Gefahr gebracht. Jedenfalls freut es mich sehr, dass ihr beiden euch endlich getroffen habt. Du ahnst nicht, wie sehr Alizé diesem Wiedersehen entgegengefiebert hat. Dufte hier, dufte dort. Ach, Teslin, hör schon auf mit dem Unsinn. Ich brauche einfach nur etwas, auf das ich hinarbeiten konnte. Natürlich, Duft ist allerdings wirklich sehr beeindruckend. Und wie selbstverständlich sie uns hilft und unterstützt, vielleicht bekommst du Konkurrenz, Alizé. Was? Ich mach doch nur Spaß, Liebes. Mein erster Eindruck von Dufte ist aber wirklich sehr positiv, das muss ich schon sagen. Danke für die Patrouille, ihr beiden. Gern geschehen. Und langsam füllt sich mein Inventar. Ich möchte dich ordentlich bewirten, Dufte. Das soll gleichzeitig ein kleiner Dank für deine Unterstützung sein. Aber während ich in Mordzorg einkaufen war, hat sich hier die Arbeit angehäuft. Es tut mir wirklich schrecklich leid, aber ich werde euch wohl etwas warten lassen müssen. Ach, Teslin, nicht doch. Können wir bei irgendetwas helfen vielleicht? Wenn du mich schon so direkt fragst, dann gäbe es tatsächlich etwas, Alizé. Könntest du mit mir gemeinsam unsere Ausstattung überprüfen, den Bestand der Betten und so weiter? Und Dufte, ich würde dich bitten, ein wenig mit den Patienten zu sprechen und dich um sie zu kümmern. Es geht um 3 Patienten. Pornel, Todden und Halric. Halric. Ein neues, freundliches Gesicht muntert sie sicherlich auf. Na klar, gar kein Problem. Ich fange erstmal mit dem Dude hier an. Interagieren. Danke. Gern geschehen. Oh, Todden starrt dich wortlos an. In seinen Augen erkennst du jedoch ein kleines glückliches Funkeln. Das ist schön. Das freut mich. Versuchst Halric aufzumuntern, aber er zeigt keinerlei Reaktion. Seine Haut ist fahl und sieht merkwürdig hart aus, so als wäre sie aus Gips gegossen. Nicht cool. Hast du dich schon um die Patienten gekümmert? Großartig, wie geht es ihnen denn? Also ich würde sagen, sie sind ziemlich stumm. Haben sie sich wirklich so sehr gefreut, ja? Ich wusste schon, warum ich dich darum bitte. Aber Halric, ich habe es fast vermutet. Ich muss mit dem anderen Pflegern sprechen. Es könnte für ihn bald soweit sein.
Teslin, ich will Dufte etwas zeigen, aber dafür müssen wir nach Mordzog. Soll ich etwas mitbringen? Brauchst du irgendwas? Ja, vielleicht gibt es da etwas. Würdest du eine Nektarine mitbringen? Kassars Karawane ist gerade eingetroffen, also hat Ronron vielleicht frische im Sortiment. Kommst du mit nach Mordzog, Dufte? Es gibt etwas, das ich dir dort zeigen möchte. Nachdem wir bei Ronrons Laden waren, meine ich. Klar, no prop. Ich folge dir einfach, aber ich laufe nicht. Ich reise durch den Äther bis zu dir. Und dann krall ich mir einen Lichtkristall. Denn davon habe ich nicht so viele, wie ihr wisst. Und jetzt fragt nicht, was der Lichtkristalle sind. Ihr wisst ganz genau, dass wir allesamt Lichtkristalle haben, denn wir sind allesamt Krieger des Lichts. Oh, Reisende von vorhin. Will mehr essen? Ronron bestes Essen hat. Ronron, hast du gerade Nektarinen auf Lager? Ich würde nämlich gerne eine kaufen. Hab ich. Ronron einen hat Nektarine. Frisch, saftig. Kauf. Reisende viel gekauft hat vorhin. Nektarine ist Geschenk. Für großen Kauf für neue Stammkunden. Wie freundlich. Ein Mord, der etwas verschenkt. Das erlebt man nicht alle Tage. Du musst wirklich viel Geld hier gelassen haben. Ach ja. Hast du auch Honigwürmer? Die würde ich nehmen. Nein, nicht für mich selbst natürlich. Die brauche ich dort, wo ich dich gleich mit hinnehmen werde. Also, hast du welche oder nicht? Natürlich. Honigsüße Windewürmer haben, verkaufen. Vielen Dank und Ronron bald wieder beehren, bitte. Gut, das war's mit unseren Einkäufen. Als nächstes gehen wir zu dem größten Turm im Zentrum des Dorfes. Von dort aus können wir sehen, was ich dir zeigen will. Okay. Ich bin mir noch nicht sicher, was sie mir dort zeigen will, aber okay, das passt schon alles gut. Da hoch müssen wir? Müssen wir da hoch? Wie kommt man da hoch? Ah, da kommt man hoch. Guten Tag, Herr Wachposten. Schau mal, köstliche Honigwürmer und alle für dich, sofern du uns auf den Turm steigen lässt, natürlich. Süß, köstlich, Windewürmer her. Nein, nicht nein sagen kann. Ausnahme das. Eigentlich gar nicht erlaubt, unser Geheimnis. Problem gelöst. Jetzt können wir nach oben. Sieh mal dort, der Spalt in dem Kristall. Siehst du die weiße Ebene dahinter? Das ist das Land, das von der Lichtflut verschluckt wurde. Es ist ein Nichts, ein leeres weißes Nichts. Wenn man es betritt, wird der Körperäther sofort von der Gewalt des Lichts verdorben. Nichts kann dort leben. Heilrik, der Junge, der sich verwandelt. Er isst nichts lieber als Nektarinen. Er hat den Angriff eines Sündenvertilgers überlebt. Er hat um sein Leben gekämpft und tapfer alle Schmerzen ertragen. Doch kein Mut hilft gegen die tödliche Saat, die der Feind bereits in seinen Körper gelegt hatte. Die Vergiftung seines Äthers ist nicht aufzuhalten. Wer gesund ist, dessen Äther kann sich auf natürliche Weise wieder einrichten. Aber bei ihm, in dieser Umgebung, sammelt sich einfach nur immer mehr Licht an. Früher oder später werden sie alle zu Sündenvertilgern.
Thislin und die anderen wissen das. Sie sind bereit, das Leiden zu beenden, bevor die Verwandlung abgeschlossen ist. Ein letzter Akt der Gnade. Eine Prise Gift in der letzten Mahlzeit. So endet es jedes Mal. Es ist so schrecklich traurig. Wir kämpfen und kämpfen, aber es ist nicht genug. Weißt du noch, wie ich dich gebeten habe, mich nicht alleine zu lassen? Kurz darauf bin ich verschwunden und ließ dich alleine. Warum musste er mich auch ausgerechnet dann rufen? Ich hab dem Kristallexarchen mehr als einmal gesagt, was ich davon hielt. Es tat mir so leid, dass ich dir auf dem Schlachtfeld nicht beigestanden habe. Ich schwor mir, wenigstens hier nach besten Kräften zu helfen. Egal wie schwer es auch sein mag. Lass uns zurückgehen. Ich habe Thislin schon lang genug mit der Arbeit allein gelassen. Ausgezeichnet. Ja, eigentlich nicht. Es ist schon ziemlich düster, muss man gestehen. Danke, dass du mitgekommen bist. Ich wollte, dass du diese große Leere mit eigenen Augen siehst, um besser begreifen zu können, wie es um diese Welt steht. Du hast bestimmt viele Fragen, und auch ich brenne darauf, noch mehr mit dir zu reden. Aber zuerst müssen wir diese Nektarine zu Thislin bringen. Die Leute hier, die sich in die Sündenvertilger verwandeln, sie sind nicht nur eine immense Gefahr für andere, sie durchleben auch selbst unvorstellbare Qualen. Die Pfleger in der Ruhestadt vor der langen Reise nehmen wirklich großen Anteil am Schmerz ihrer Patienten und wollen ihnen ihre letzten Tage so leidlos wie möglich gestalten. Auch sie kämpfen für diese Welt auf ihre eigene Art und Weise. Dazu kann man nicht mehr wirklich viel sagen. Es ist, wie schon gesagt, bestimmt nicht die angenehmste Art und Weise. Und ich glaube, das ist weder für die Leute, die hier als Patienten sind, als auch für die, die hier arbeiten, nicht sehr einfach. Willkommen zurück, ihr beiden. Habt ihr eine Nektarine bekommen? Eigentlich will ich sie dir gar nicht geben. Aber eigentlich schon. Ich danke euch. Alizé hat dir erzählt, was wir hier machen, nicht wahr? Ich sehe es in deinen Augen. Ich habe mit allen anderen über Heilrichs Fall gesprochen. Wir glauben, dass der Junge noch ein bisschen Zeit hat. Wenn seine Verwandlung bevorsteht, werden wir ihn mit dem auf die lange Reise schicken können. Was er am liebsten ist, danke dir. Ja. Sowas halt. Damit beschäftigen wir uns, wenn es soweit ist. Und nun lasst uns versuchen, auf unsere auf andere Gedanken zu kommen. Ich möchte nicht, dass die Patienten unsere traurigen Gesichter sehen. Ich werde mich nun um das Essen kümmern. Du bekommst selbstverständlich auch eine Portion. Setz dich doch schon mal an den Tisch. Ich habe etwas mehr gemacht als sonst. Sagt, wenn es nicht genug ist. Bilde ich mir das ein oder ist da auch mehr Gemüse drin als sonst? Du bildest dir es nicht ein. Ich dachte, für einen Gast aus Krystarium kann es ruhig mal etwas Besonderes sein. Das ist doch selbstverständlich. Wir freuen uns über jeden Besucher. Es kommen ja nicht so viele.
Weißt du, ich koche nur selten für Leute, die freiwillig hier sind. Die meisten wurden verstoßen und kommen, um zu sterben. Ich habe meine Mutter hierher gebracht. Alleine hätte sie es nicht mehr geschafft. Wir können keinen heilen. Wir können sie nur bis zum Ende begleiten. Und ihnen den letzten Teil der Reise etwas leichter machen. Dies ist kein Ort der Hoffnung. Es ist ein Ort des Abschieds und der Würde. Als meine Mutter ihren letzten Atemzug tat, habe ich vor allem eins empfunden: Dankbarkeit für den Frieden. Ja, seine Zeit ist gekommen. Wenn es doch nur leichter wäre, die Hand derer loszulassen, die man schon so lange begleitet hat. Dann wünsche ich mir jedes Mal, dass der Krieger der Dunkelheit endlich erscheint und all dem ein Ende macht. Der Krieger der Dunkelheit? Ja, weißt du das denn nicht? So genau kenne ich mich auch nicht aus, aber es gibt doch diese alte Überlieferung. Ein Krieger des Dunkels bringt mit Schwert und Speer nicht Tod, sondern Erlösung. Das Leben, das von ihm beendet, kehrt heim ins dunkle Himmelsmeer. Lass niemand ziehen, lass keinen fliehen, ob gute Seel oder verwandelter Vertilger. Ich glaube, so ging ein Teil des Gedichts. Gesehen habe ich so einen Krieger natürlich noch nicht. Wahrscheinlich ist es nur ein Märchen. Wer weiß, vielleicht ist da ja was dran. Glaubst du? Ich mochte das Gedicht immer, weil der Krieger der Dunkelheit darin allen, uns und den Vertilgern, das Leben zurückgibt. Er kommt. Tesslin! Hallrik ist verschwunden. Dabei habe ich ihn nur ganz kurz aus den Augen gelassen. Düdüm. Da hat die Pflegerin wohl ein bisschen verkackt. Aber egal. Dufte, Alizée, helft mir bitte. Wir müssen Hallrik finden. Ich weiß nicht, warum er die Ruhestadt verlassen hat, aber draußen kann er einem wilden Tier oder gar Sündenvertilgern zum Opfer fallen. Die Zeit drängt. Ich weiß, teilen wir uns auf. Wissen wir, in welche Richtung er gegangen ist? Wir wissen gar nichts, leider. Außer, dass die anderen Patienten plötzlich auch ganz ruhig sind. Fast so, als spüren sie irgendwas. Jedenfalls ist er noch nicht lange weg. Deswegen sollten wir uns auf das Gebiet um die Ruhestadt konzentrieren. Ich fange im Osten an. Hallrik, ich hoffe, dir ist nichts geschehen. Dann übernehme ich den Nordwesten. Und dir überlasse ich den Südteil. Jo. Na denn, wollen wir noch? Können wir noch? Wir können noch. Ich habe gerade geguckt. 24 Minuten sind es erst. Das ist gut. Ich versuche mal so 30 Minuten Part zu machen. Aber ich versuche die auch getimed ein bisschen gut zu setzen. Darum. Njom. Boah, das ist echt ein riesiges Ding. Das ragt ja über uns drüber. So, Zielort.
keine Spur. Motorrad. Muss mal gucken. Gab es hier nicht eigentlich ein Point of Interest nebenbei? Ich verwechsel das mit irgendeiner anderen Stelle. Wahrscheinlich hier unten oder so. Kann schon möglich sein. I'm not sure. Tut mir leid. Auch hier, keine Spur. Doch, ich finde eine unliebsame Überraschung. Hallo! Oh, eine geläuterte Torheit. Es ist ein Sündenvertilger. Der fuck! Ein Skorpion der Sündenvertilger. So, hör mal auf, hier rumzusabbern. Mach mal lieber, keine Ahnung, mach mal irgendwas. Sterben zum Beispiel. Sterben wäre was Schönes. Damit könnte ich was anfangen. Also, oder eigentlich nicht, aber auf die Art und Weise würde das Ganze von meiner Seite auch so ein bisschen schneller gehen. So, das ist doch gut. Aber kann es sein, dass ich irgendwie... Dass irgendwie der Sound ein bisschen zu... Ein bisschen, also zumindest der Kampfsound, ne? Der ist ein bisschen... Ein klein wenig... Hey, zu hoch. So. Ist das okay? Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl... Lautstärke der Soundeffekte. Ha. Eigene. Natürlich reduzierend. Gruppenmitglieder reduziert. Und das hier auch. So, das sollte doch besser sein, weil dann kann ich nämlich auch die Hintergrundmusik ein bisschen hochschrauben. Dann habt ihr ein bisschen mehr von. So, ich glaube, das ist ganz gut so. Genauso lassen wir das. Kleinen Moment. Ja, perfekt. Jetzt kommt auch meine Stimme über die Soundeffekte. Gefällt mir sehr. Like. Das sah nämlich gerade echt im Kampf so aus, dass ich ein bisschen zu hoch, also meine Stimme sich nicht so dolle vom Kampfgeschehen abhebt. Und das finde ich dann immer ein bisschen doof, weil dann gehe ich so ein bisschen unter. So. Ui. Verzieh dich mal lieber hier. Sei ein braver Gegner und stirb. Mach das, was du am besten kannst. Es bleibt dabei, ist immer noch mega laut, ne? Egal, schreibt's mir in die Kommentare, wenn ihr noch so weit geguckt habt. Denn irgendwie brechen die meisten schon nach den ersten 2 Minuten ab. Ich weiß, verstehe nicht wieso. Es gibt so viel zu sehen. Hört euch mein Gelaber an. Zum Beispiel. Und? Hast du was gefunden? Ich habe auch keine Spur. So weit kann er doch gar nicht sein. Hoffentlich haben die Sündenverträger nichts damit zu tun. Komm, wir suchen weiter. Da ist einer. Und zwar ein ganz großer. Er ist auf der Jagd. Schnell, hinterher!
In dieser Welt gibt es nichts, was man nicht braucht. Nutze deine Zeit bis zu allerletzt. Stirb in Frieden. So ist es doch, Mutter. Yeah.